Der Traum von der botanischen Monographie aus Die Traumdeutung von Sigmund Freud, gelesen von Ralf Weber. Trauminhalt. Ich habe eine Monographie über eine unbestimmt gelassene Pflanzenart geschrieben. Das Buch liegt vor mir. Ich blättere eben eine eingeschlagene farbige Tafel um. Dem Exemplar ist ein getrocknetes Spezimen der Pflanze beigebunden. Trauminhalt Ende. Das augenfälligste Element dieses Traums ist die botanische Monographie. Diese stammt aus den Eindrücken des Traumtages. In einem Schaufenster einer Buchhandlung hatte ich tatsächlich eine Monographie über die Gattung Cyclamen gesehen. Die Erwähnung dieser Gattung fehlt im Trauminhalt, in dem nur die Monographie und ihre Beziehung zur Botanik übrig geblieben sind. Die botanische Monographie erweist sofort ihre Beziehung zu der Arbeit über Kokain, die ich einmal geschrieben habe. Vom Kokain aus geht die Gedankenverbindung einerseits zur Festschrift und zu gewissen Vorgängen in einem Universitätslaboratorium, andererseits zu meinem Freund, dem Augenarzt Dr. Königstein, der an der Verwertung des Kokains seinen Anteil gehabt hat. An die Person des Dr. K. knüpft sich weiter die Erinnerung an das unterbrochene Gespräch, das ich abends zuvor mit ihm geführt, und die vielfältigen Gedanken über die Entlohnung ärztlicher Leistungen unter Kollegen. Dieses Gespräch ist nun der eigentliche aktuelle Traumerreger. Die Monographie über Cyclamen ist gleichfalls eine Aktualität, aber indifferenter Natur. Wie ich sehe, erweist sich die botanische Monographie des Traums als ein mittleres Gemeinsames zwischen beiden Erlebnissen des Tages, von dem indifferenten Eindruck unverändert übernommen, mit dem psychisch bedeutsamen Erlebnis durch ausgiebigste Assoziationsverbindungen verknüpft. Aber nicht nur die zusammengestellte Vorstellung botanische Monographie, sondern auch jedes ihrer Elemente botanisch und Monographie gesondert geht durch mehrfache Verbindungen tiefer und tiefer in das Gewirre der Traumgedanken ein. Zu botanisch gehören die Erinnerungen an die Person des Professors Gärtner, an seine blühende Frau, an meine Patientin, die Flora heißt, und an die Dame, Frau L., von der ich die Geschichte mit den vergessenen Blumen erzählt habe. Gärtner führt neuerdings auf das Laboratorium und auf das Gespräch mit Königstein. In dasselbe Gespräch gehört die Erwähnung der beiden Patientinnen, Flora und Frau L. Von der Frau mit den Blumen zweigt ein Gedankenweg zu den Lieblingsblumen meiner Frau ab, dessen anderer Ausgang im Titel der bei Tag flüchtig gesehenen Monographie liegt. Außerdem erinnert botanisch an eine Gymnasialepisode und an ein Examen der Universitätszeit und ein neues, in jedem Gespräch angeschlagenes Thema, das meiner Liebhabereien knüpft sich durch Vermittlung meiner scherzhaft sogenannten Lieblingsblume, der Artischocke, an die von den vergessenen Blumen ausgehenden Gedankenketten an. Hinter Artischocke steckt die Erinnerung an Italien einerseits und an eine Kinderszene andererseits, mit der ich meine seither intim gewordenen Beziehungen zu Büchern eröffnet habe. Botanisch ist also ein wahrer Knotenpunkt, in welchen für den Traum zahlreiche Gedankengänge zusammentreffen, die, wie ich versichern kann, in jenem Gespräch mit Fug und Recht in Zusammenhang gebracht worden sind. Man befindet sich hier mitten in einer Gedankenfabrik, in der, wie im Webermeisterstück, ich zitiere, ein Tritt tausend Fäden regt, die Schifflein herüber hinüberschießen, die Fäden ungesehen fließen, ein Schlag tausend Verbindungen schlägt. Aus Goethe, Faust, erster Teil, vierte Szene. Monographie im Traume rührt wiederum an zwei Themata, an die Einseitigkeit meiner Studien und an die Kostspieligkeit meiner Liebhabereien. Aus dieser ersten Untersuchung holt man sich den Eindruck, dass die Elemente botanisch und Monographie darum in den Traumhinhalt Aufnahme gefunden haben,
weil sie mit den meisten Traumgedanken die ausgiebigsten Berührungen aufweisen können, also Knotenpunkte darstellen, in denen sehr viele der Traumgedanken zusammentreffen, weil sie mit Bezug auf die Traumdeutung vieldeutig sind. Man kann die dieser Erklärung zugrunde liegende Tatsache auch anders aussprechen und dann sagen, jedes der Elemente des Trauminhaltes erweist sich als überdeterminiert, als mehrfach in den Traumgedanken vertreten. Wir erfahren mehr, wenn wir die übrigen Bestandteile des Traums auf ihr Vorkommen in den Traumgedanken prüfen. Die farbige Tafel, die ich aufschlage, geht auf ein neues Thema, die Kritik der Kollegen an meinen Arbeiten und auf ein bereits im Traum vertretenes, meine Liebhabereien, außerdem auf die Kindererinnerung, in der ich ein Buch mit farbigen Tafeln zerpflücke. Das getrocknete Exemplar der Pflanze rührt an das Gymnasialerlebnis vom Herbarium und hebt diese Erinnerung besonders hervor. Ich sehe also, welche Art die Beziehung zwischen Trauminhalt und Traumgedanken ist. Nicht nur die Elemente des Traums sind durch die Traumgedanken mehrfach determiniert, sondern die einzelnen Traumgedanken sind auch im Traum durch mehrere Elemente vertreten. Von einem Element des Traums führt der Assoziationsweg zu mehreren Traumgedanken, von einem Traumgedanken zu mehreren Traumelementen. Die Traumbildung erfolgt also nicht so, dass der einzelne Traumgedanke oder eine Gruppe von solchen eine Abkürzung für den Trauminhalt liefert und dann der nächste Traumgedanke eine nächste Abkürzung als Vertretung, etwa wie aus einer Bevölkerung Volksvertreter gewählt werden, sondern die ganze Masse der Traumgedanken unterliegt einer gewissen Bearbeitung, nach welcher die meist und best unterstützten Elemente sich für den Eintritt in den Trauminhalt herausheben, etwa der Wahl durch Listenskrutinium analog. Welchen Traum immer ich einer ähnlichen Zergliederung unterziehe, ich finde stets die nämlichen Grundsätze bestätigt, dass die Traumelemente aus der ganzen Masse der Traumgedanken gebildet werden und dass jedes von ihnen in Bezug auf die Traumgedanken mehrfach determiniert erscheint. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.